Großer Einlauf beim Tanzen der Damen. Hand in Hand kommen sie in den Saal, eine Seltenheit bei Tanzturnieren. Mit dabei sind auch Mariana und Steffi aus Hamburg. Es ist der erste Tanzwettbewerb als Frau und Frau. Also ich finde es ganz toll und spannend und für uns war jetzt hier so mal ein Ausprobieren des Turniertanzes und danach werden wir halt oder ja entscheiden, wollen wir damit weitermachen? Soll es eher so ein bisschen hobbymäßig einmal die Woche sein oder wollen wir das ein bisschen intensivieren? Bisher haben sich Steffi und Mariana nur im Familien- und Freundeskreis getraut, miteinander zu tanzen. Die Reaktionen waren dabei stets gut, mehr noch. Die beiden Frauen wecken die Neugierde ihrer Mitmenschen. Man sieht sie vor allem schauen, also am Rand stehen und verwundert blicken. Also das ist die erste Reaktion eigentlich, aber wir haben durchaus schon gesagt bekommen, dass es total gut aussieht und so. Eine Oma war ganz süß, weil die einfach gesagt hat, es sieht so schön aus. Und ich fand gerade vom Altersunterschied halt, das von einer älteren Dame gesagt zu bekommen, ist irgendwie schön. Eine gute Figur machen Steffi und Mariana auch bei dem heutigen Turnier. Standardtänze stehen auf dem Programm. Im Gegensatz zu gemischten Paaren wird hier aber mit einer Besonderheit getanzt. Mariana und Steffi wechseln zwischendurch die Führungsrolle. Naja, sie entscheidet sich irgendwann, jetzt gebe ich die Führung mal ab, dann kann ich auch eine Drehung machen und so. Und mir bleibt entweder übrig, die Führung anzunehmen oder abzulehnen. Und je nachdem, wie lange ich sie dann behalten möchte, habe ich auch wieder die Entscheidung, wann ich sie abgebe. Und das sieht dann so aus. Steffi, die Führende, dreht ihre Partnerin ein, um von ihrem Anschluss selbst gedreht zu werden. Danach hat Mariana die Führung. Trotz Führungswechsel am Ende schaffen es die beiden leider nicht ins Finale. Trotzdem hat sich das erste Frau-Frau-Turnier für sie gelohnt. Ja, es ist beeindruckend, die anderen Paare zu sehen, gerade in den höheren Klassen. Wahnsinn, was die, also da spielen wir in einer ganz anderen Liga, aber sehr schön zuzugucken und es ist super dabei zu sein. Ja.